Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play The Crazy Protocol, Folge Danny. Ja, ich muss eben ein Stück tatsächlich nochmal spielen, weil das Spiel, wir haben jetzt ein neues Kapitel ja letzte Folge gestartet, ganz frisch. Ich müsste Kapitel 6 sein, ne? Ich glaube ja. Oder? Kann man noch nachgucken. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapitel 6, genau. Ist Kapitel 6 und ich habe halt gestartet und ich muss natürlich ein Stück, das Finale von Kapitel 5 nochmal spielen, weil er es nicht speichert. Ich irre. Wie sie hier ein Gefängnis gebaut haben. UJC muss ja irgendwie Geld verdienen, oder? Jo. Wundert mich, dass noch Strom da ist. Diese alten Fusionsgeneratoren sind sehr robust. Okay. Oh nein. Wow. Klingt so, als würde der Hangar immer weiter einstürzen. Ja. Der Aufzug sollte gleich da vorne sein. Ach so, ich dachte ihm, das bleibt so. Willst du nichts sehen? Ich würde dem Spieler zutrauen. Gab es ein paar Ebenen tiefer einen Wartungskorridor? Könnte eine Abkürzung zur Kolonie sein. Ich hoffe, dein Plan bringt uns nicht beide um. Ach. Wie wir am Anfang Feinde waren, jetzt sozusagen Freunde, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber. Uns beeilen. Oh. Dann gehen wir auch spazieren, weil wir uns beeilen sollen. Ja. Hier ist es. Stimmt's? Ja. Aber ich sehe keinen Aufzug. Mist. Er ist kaputt. Hatte gehofft, wir hätten Glück. Aber hier bricht alles zusammen. Es muss noch einen anderen Weg dort runtergehen. Komm. War nicht eben da irgendwie ein Monster? Hätte ich schwören können, dass ich ein Monster gehört habe. Was tun vor? Finde einen anderen Weg nach unten. Okay, ja, das Gebiet heißt ja auch unten. Aber hier, als wir nach unten gegangen sind, war es eine halbe Katastrophe. Also, obwohl das ist ja immer schlimmer. Also bin ich mal. Versuch einfach nicht drüber nachzudenken. Ach, natürlich hält das. Wenn. Bin auch vorsichtig. Ich bin sogar sehr vorsichtig. Was soll denn kommen? Ein Monster? So. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Wo bin ich denn hier? Alter, du siehst ja gar nichts mehr. Ah, hier geht's weiter. Sehr schön. Laufen wir jetzt einmal im Kreis? Okay. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen oder? Was? Jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang laufe. Ah, warte, hier ist eine, oh, hier ist eine Leiter. Ah ja, sehr gut. Also wir sollen aber nach unten. Wenn Steam Ziel komme ich dann doch schon mal nahe. Hier drüben. Hab den Wartungskorridor gefunden.
Komm, es ist nicht weit. Ich komme. Mensch, du stresst mich aber auch heute, ne? Ja. Oh, oh, das bricht, oder? Ne, doch, ich dachte eben. Ein paar Schritte noch. Oh ja, ich sehe schon, ich kann ja gleich. Ich, ja, natürlich. Ach komm, leck mich aber. Ja, halt mich fest, Mensch! Wow. So weit wollte ich jetzt nicht runter. Oh, sehr. Oh nein, neue Art, neue Mutationsart. Oh, scheiße. Hi. Huh? Ich wollte schon sagen, wie gering ist sie? Alter, ist die. Ist die gering? Danke. Okay, die gehen genauso. Okay. Oh, hab den geweckt. Was war das denn? Dani! Ich weiß nicht wie, aber diese Dinger sind auch hier unten. Anders, älter. Reagieren auf Geräusche. Falls du mich hörst, ich versuche das Transportzentrum zu erreichen. Aber ich mag das ja total gerne, wie du auch danach aussiehst, ne? Also wenn da jemand wirklich zermalmst und so, du siehst dann auch wirklich so aus. Also das ist schon geil. Also es gibt schon, es hat schon geile Effekte. Gekickt, das hat dir gelohnt. So, Mist. Der eine hab ich leider getroffen. Na gut, egal. Aber eigentlich funktionieren sie gleich wie die anderen, nur... dass die wohl ein bisschen blind sind im Kopf. Kann ich einfach an die vorbeischleichen? Und einfach. Moment mal, wenn die blind sind, ne? Ah, von Dr. Xin. Ah, komm, dann von Xin Yang. Ja, ja, meine ich auch. Das ja. Hä? Achso. Missionsprotokoll 001. Bericht von Dr. Yun. Wir sind gerade am alten Transportzentrum angekommen. Es war die vergangenen 75 Jahre versiegelt wie eine Gruft. Die vorläufigen Messwerte sind nicht eindeutig, aber es gibt keine unmittelbaren Hinweise auf einen Bruch in der Eindämmungszone. Okay, das ist schon mal was. Komm ich auch durch? Ja. Don't make a sound. Okay. Ja gut, dann kommen sie wohl in auch gleich in Massen an, schätze ich mal, ne? Wenn die irgendwie... haben wir gerät. Okay.
Ah, dann reagieren die so ein bisschen auf Echoortung, ne? Wie, ich wollte schon gerade sagen, wie der Devil, aber hier wie, Flicker. Ah, das hören die Blinden nicht. Die Blinden, ach so, nee, das ist klar. Das hört man ja auch nicht, ne? Das ist auch ganz leise. Das ist auch ganz leise. Ah, oh, hier hat er mich jetzt gehört. Also, was? Okay, wer ist jetzt hier alles? Wer will jetzt eigentlich was von mir? Also ihr könnt das auch. Ah, Mist. Ah, Mist. Hä? Hä? Ich gehe da lange leise durch und auf einmal komm. Ich bin schon wieder abgestürzt. So, sorry, ihr eben gesehen habt, das Spiel ist mir wieder abgestürzt. Warum auch immer? Ich habe jetzt mal was ausgemacht. Wie geht das jetzt? Besser. Ah, das habe ich nicht mitgenommen. Ja gut, das nehme ich jetzt auch noch mit, ne? Das hört mir jetzt hier normal an. Können wir mal hier lang gehen? Aber warum habe ich jetzt eben verloren? Also, nee, also nicht, warum habe ich verloren? Und die bessere Frage ist... Noch mehr. Hier sind es drei von den Viechern. Wird keiner. Wird auch keiner. Ist ganz leise. Warten wir hier. Und der letzte. So, hört keiner. Ganz leise natürlich. Wie immer, D&D. Ganz leise bringen wir die um. Echo-Ordnung geht doch dann los, wenn wir laufen. Ah. Also irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, als hätten sie mich gesehen. Also. Ich. Oder ist es dieses Trampeln? Was das. Ja, gut. Also auf was reagieren die denn? Und nur auf. Also auf die killt ja schon mal nicht. Na gut. Gucken wir mal. Ich muss die Gegner noch mal ein bisschen. Ich kenne die ja jetzt auch noch nicht. Na gut. Ist ja auch egal. Aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Irgendwo gegen gelaufen. Hat er mich jetzt lokalisiert oder was? Jetzt hat er dann nicht, dass sie mich mit einem Geräusch sofort easy lokalisieren können. Ich glaube, ja, ich glaube, die sind nicht so komplex wie die Klicker. Von eben, ja. Also die Klicker, also wer Klicker nicht kennt, bei Lars war es genauso. Aber das ist dann tatsächlich mit Echo-Ortung. Also wirklich mit richtiger Echo-Ortung und nicht so ein. Wo bin ich denn eben dann gelaufen? Ach so! Hä? Verstehe das nicht. Ah, jetzt krieg ich das. Das sind einfach Gegner, die da rankommen. Wo? Oh. Das ist ganz normale. Ach so, das ist ganz normales Button-Mashing oder sowas. Ach so. Das hier, ach so. Die kommen aus der Wand. Ach so, und dann hauen sie mich. Ach so, das ist ja easy. Ach so, das ist einfach das wieder. Ach so. Na dann. Also man kann nicht jeden stealthen. Das hat mich eben irritiert. Ach so, dann ist es so. Dann ist das ja easy game, ne? Dann ist das ja. Also easy game, je nachdem, ne? Aber dann. Weil ich auch gemeint, du siehst hier selber auch nichts. Oder wenig. Dann siehst du kaum, weil das nicht erzählt. Da muss er wirklich drauf achten, ne? Okay, aber das krieg ich ein. Das soll doch kein. Ah, die gehen nicht auf, die haben beiden. Okay. Was ist denn das? Automatik, Pistolen, Bauplan, also. Will ich schon ganz gern haben. Na gut, dann nehme ich ein Medikit. Genau. Hallo. Ja, ich würde. Hallo. Ja. Gerne nehmen. Danke.
So, Bauplan haben wir. Sehr schön. Boah, läuft auch. Auch weil die in der Wand kleben. Also dann sehen sie uns dann. Okay. Und ja, wie, dann können wir die, könnt ihr ja doch irgendwie sehen, oder wie? Okay. So. Oh ne, bin wieder zurückgelaufen. Also ich weiß es nicht. Könnt ihr jetzt ein bisschen, oder vielleicht könnt ihr doch einen Tick ein bisschen, na wohl, dann wäre es unlogisch. Er blinkt was. So ein Lämpchen. Ja, bestimmt muss ich da unten hin. Frage natürlich, wie lange muss ich mit zum Bauplan durch die Gegend laufen? Ich hoffe jetzt mal nicht allzu lange. Ich hoffe, das Spiel kommt. Ja. Macht er manchmal nicht. Manchmal bleibt er einfach nur haken. Nein, was war denn da weg da rausgewählt? Was hast du Credits? Ah, da sieht man sie auch drin haken, ne? Da, aber wenn ich dagegen komme, dann, dann kommen sie raus. Okay, jetzt warte ich. Ah, okay. Jetzt angreifen. Also und durch den Krach kommen andere. Das ist ja wie. Hast mir dich versperrt, Junge. Oh. Das Maul. Ende Gelände hier. Da. Sperrst mich nochmal die Sicht. Okay. Wie viel Eisen müssen wir? 7 Schuss auf jeden Fall wieder bekommen. Wir haben wieder 40. Passt. Ah, okay. Jetzt ist es erst so, ist das gemacht. Wow, okay. Und wo wollte ich jetzt eigentlich lang? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ja, dann vielleicht. Hm, hier sieht gut aus. Ah, erschlossen. Ah, blöd. Ist ja blöd. Ja, und jetzt? Und vielleicht da lang, wo das Spiel von abgestürzt ist? Okay, jetzt weiß ich ja, wen, aber warum dein Gegner kam. Okay. Aber man hat das eben gerade mal extra gemacht, um halt auch mal. Nee, hab ich angefangen. Eigentlich, wo bin ich denn hier? Er rennt dann nicht. Also geht auch nicht. Achso, deswegen nicht. Okay, dann gehen wir hier jetzt lang. Ja, hier habe ich ja letztes Mal verloren. War nicht. Doch. Doch, hier habe ich verloren. Hier habe ich verkackt. Ja, genau. Hi. Dreh dich.
Okay, muss ich hier vorsichtig durchgehen, sonst wecke ich die hier auf, die Kollegen. Hä? Ich war ganz vorsichtig. Ich war ganz vorsichtig. Ach, komm. Ist der was? Komm. Also, ich hab beide gekillt. Okay, ich war ganz vorsichtig. Arschloch. Ich war ganz liebevoll. Mensch. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich gerade? Hier geht's weiter. Ah, da war das andere nur vom Bauplan. Achso. Irre hier. Ja, du blödes Mistfisch. Komm her. Also, ich habe immer das Gefühl, du kannst halt so vorsichtig sein, wie du möchtest. Wo bist du lang? Okay. Einmal am Tisch. Ja, okay. Die sind ja einfacher als die anderen. Ja, viel einfacher. Also bis auf wenn du musst bis auf die Wand achten, aber sonst sind die halt easy. Die ja noch einfacher als die anderen eigentlich. So, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter mit Let's Play Callisto-Protokoll. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, dass es euch heute wieder Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet. Dann geht's ja weiter und dann werden wir auch besser den Weg finden. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Folge. Euer Pirates, haut rein, tschüss, bis dann, euer Pirates, tschüssi. Wir sehen uns, ciao.